Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2016. Komm mit dem Oberlappen! Mulch. Ja, servus liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Koop-Saison. Ja, für uns war die letzte Aufnahme ja knappe 24 Stunden her. Genau 24 Stunden, so, um ganz genau Und zu sein. bei euch ist es eine Woche her, beziehungsweise ja nur Ja, 5 fünf Tage. Tage, ausgewogen war, oder war ich? Nee, Ja, der ich habe ausgewogen. Reifen wahrscheinlich ist auch ganz schön hart hier. Wir haben uns beide unser Ligarennen versaut. Eine Durchfahrtsstrafe. Ja, wir beide hatten eine. Du hast wollen beide in die Oh Box fahren, Mann. Durchfahrtsstrafe, zack. Bitte warten, steht bei mir. Da unten ist hier so lang. Mittlerweile weiß ich aber ungefähr, wo ich immer bremsen muss. Irgendwann hast du dir ein Gefühl für entwickelt, finde ich, wenn die Boxengasse Ich gebe einfahren. da kein Risiko mehr. Ne, auf keinen Fall. Also ich geh ein bisschen mehr Risiko ein, aber ich weiß, dass es noch geht. Lass auch noch mindestens eine halbe Wetter. Sekunde liegen. Ja, du schaust auf dem Wetter, Bewölkt, ich. alles bewölkt, nur alles bewölkt. Ach, schade. Hier so in Brasilien so eine richtige Regenschauer im Qualifying. Wäre uns gut Ja, was gekommen. gibt's Neues? Für uns in Mexiko sind eigentlich schon alle Autos re released worden. Deswegen können, wenn da wahrscheinlich, da kommen locker Fragen bei dir auf dem Kanal. Wie findest du den neuen das und das und so? Richtig, kam heute nicht heute schon. Können wir leider hier nicht in Koop reden? Wir können heute nur Wie lang? sagen, der Sauber kam bei uns raus am Montag, den 20. Heute ist der auf die Aufnahme. Heute ist die Aufnahme am 20. genau. Und ja, den Sauber finden wir richtig gut beide. Kurze Frage. Der Chef hat gerade zu mir gesagt, es fängt jeden Augenblick an zu Alles regnen. klar, raus! Wollte ich nur mal loswerden. Also, der Sauber finde ich nice. So ein Ja, schönes blau, weiß, Blau-Gold-Weiß, gold. das passt gut. Das ist gut. So, Brasilien. Eine schöne Strecke, oldschool-mäßig, Tradition. Ja, kann man sagen. Bisschen mehr Benzin mitnehmen. Reifen. Oh Gott, den harten, Alter. Bleh. Ja, für Brasilien eigentlich zu hart. Ich fahr mit dem harten mal raus. Komm, mal Bock. Wetterbericht. Qualifying war leicht, ich probier jetzt auch nicht machen hier. Also wir rechnen jetzt jeden Augenblick mit leichtem Regen, sagt Chef. Ja, komm, ich fahr trotzdem auf den harten raus. Ja, los geht's, würde ich sagen. Ja, der Williams war. Wollen wir unsere Strategie wieder splitten im Qualifying? Ja, könnte man das ja So wie in machen. Mexiko? Jetzt mal andersrum. Du auf dem Weicheren. Du auf den Medium. Ich auf den Härteren. Aber in Abu Dhabi, wie machen wir es da? Abu Dhabi, können wir. Oh, wir gehen beide auf die Härtere denn. Keine Ahnung. Vielleicht regnet es ja auch. Ja, genau. Vielleicht regnet es ja auch in Abu Dhabi. Wetterbericht. Würde jeden Augenblick regnen. Ich wollte eigentlich schon den Sauber und den neuen. Den Sauber wollte ich schon als Mod hier hinzufügen, aber das ist ja so kompliziert. Da braucht man ein extra Programm, das sind so eine .erp-Dateien. Ich weiß nicht, ob du das schon mal sowas gehört. Wir sehen, hast du. Ja, ich habe schon mal gesehen, beim Leon habe ich schon mal gesehen. Leon? Ace Games. Achso. Achso. Na genau, ja. Und die muss man irgendwie einfügen. Das ist so ein Programm, muss man öffnen. Also diese ERP-Datei. Muss man öffnen und dann drei Dateien austauschen. Habe ich jetzt gesehen. Wenn wir mal dran setzen. Bei den neuen Viel Sauber. Spaß. Der ist nicht Wie schlecht. fühlt sich das Auto an? Oh, den neuen Sauber könnte ich auch drauf bauen. Dann habe ich den in der Karriere. Ja, du hast den in der Karriere, deswegen. Würde sich anbieten, direkt in Monaco im Rennen. So. Oh, gut, ja, das ist mal eine ganz starke Zeit. Oh, der Reifen. Oh, Scheiße, ey. Auf was bist du rausgefahren? Medium. Der hatte da auch schon. Oh Gott! Eine schöne Strecke. Ja. Also der Abu Dhabi werden wir uns auf jeden Fall schwerer noch tun. Tobi hat in der Theorie noch Chancen, den Hamilton oder den Rosberg zu bekommen. Einer von den beiden war es, ja. Ich glaube, der Hamilton war es, ne? Ja. Ja. Aber da muss da auch viel passieren. Da müsste Tobi eigentlich beide Rennen gewinnen und Hamilton müsste eins davon
nicht ins Ziel schaffen. Halte ich für leider ein bisschen unrealistisch. Mal gucken, was wir von Abu Dhabi machen können. Nicht viel, das sieht gar nicht besonders gut. Wenn jetzt hier schon alles entschieden wird. Es soll schon regnen, leicht. Spür ich noch nichts von. Kurze Runde hier, sehr kurze Runde. Ja, 1.13, 1.12. Ich denke mal, dass du 1.13, 6, 7 gefahren bist. Nein. 14.0. 14.4 gerade mal. Okay. 20 Minuten soll der Regen andauern. Ich... Wetterbericht? Ja, also mindestens 20 Minuten. Super, damit können wir gar nicht unser Long One hier fahren. Also das heißt, dass es auch noch beim Rennen oder im Qualifying regnen könnte, ist ja nicht safe. Stimmt, er hat ja Vorteil. Das ist ja eigentlich hier Training. Das ist ja eigentlich hier Training. Training 3. Also ich hätte eigentlich kein Problem damit gehabt, wenn es regnet im Rennen oder im Qualifying, weil im Regen ist die KI schwächer. Gut, in Brasilien ist sie allgemein wieder ein bisschen schwächer als in Mexiko, wo wir uns ja richtig reinhängen mussten im Qualifying. Boah, ich habe Angst vor der KI. Ja, an sich haben wir jetzt schon die Strecke, ist jetzt schon nicht mehr richtig schön zu fahren. Aber noch lange keine Hintersbedingungen. Dann haben wir auch keine Referenz nachher, wie gut die KI hier wirklich ist. Mexiko hat uns die KI eine Ohrfeige gegeben, Philipp. Naja, Ohrfeige würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja in der Warmboard eine Lektion. Ohrmann. Oh, dran waren wir auf jeden Fall. Gezeigt, was. Gezeigt, was da drauf hat, die KI. Auf Ultimate. Wir sind ja schon der KI auf manchen Strecken weggefahren auf Ultimate. Das eigentlich im. Ja, okay, denn später im Spiel programmiert ein zweitbeste Auto. Am Anfang war es auch, glaube ich, nur das viertschlechteste, das viertbeste Auto. Nein, das drittbeste. War der Williams da noch dahinter, ja? Ja, der war dahinter. Der Williams ist sogar immer noch das viertbeste Auto. Ich glaube, dann kommt schon Force India. Dann McLaren. Jo, die KI, ja, Perez, machst du gut gegen Roger, sehr schön. Unser Amerika-Tour geht hier weiter. Man merkt, dass es rutschig ist. Perez kommt nämlich auch kaum um die Kurve. Der fällt mit den harten Reifen. Grip ist was anderes, was ich spüre. Wird eine kurze Trainingsfolge, ich glaube nicht. Boah, ich mag diese Boxengasseneinfahrt nicht, ey. Natürlich mal wieder um 36 km/h zu schnell. Oh, dann ordentlich die gleiche Geldstrafe, ey. Aber man sieht jetzt schon. Man sieht schon einige Tropfen auf meinem Auto drauf. Links am Cockpitrand hier. Ja, da sieht man das nur. Oder auf der Strecke. Aber so wirklich bildlich auf ultra hoch oder hoch siehst du die Tropfen fast gar nicht, finde ich. Ich sehe die Tropfen schon an mir vorbei. Die sieht man doch schon. Aber nicht so extrem, nee, man wie das mein Vorgänger war. Doch, in früheren Teilen war es, da war es auch richtig krass. Man hört es auch, wenn man wieder in der Boxengasse steht. Boah, Tobi, besser in dem ersten Sektor. Ja, der erste Sektor ist mein Knackpunkt, aber den zweiten mache ich hier. So, hier kann man nicht so viel abkürzen, deswegen. Nicht so wie in Mexiko. Hamilton hat schon zu kämpfen mit den Harten. Ey, nee, nicht schön. Ja, mit der Zeit wäre ich locker nicht zweiter. Ja, wir laden Bayern nebenbei noch was hoch, das hat aber bei uns das hat er jetzt keine Probleme bereiten. Das merkt man im Training ja gar nicht. Auch sind die damit jetzt langsam. Oh, der eine Mechaniker, der ist erkältet, der hat eine rote Nase. Der ist erkältet. Oh, der ist Rudolf. Rudolf.
Also im Qualif... Ja gut, im Qualifying ist es unwahrscheinlich, dass es regnet. Aber im Rennen. Wie viel Zeit sind nochmal? 2 Stunden sind dazwischen, oder? Immer? Ja, aber im Rennen kann es regnen, weil die Streckentemperatur, die sinkt. Das heißt, da kann es durchaus regnen, auch wenn das stark bewölkt ist, das soll man sich nicht irritieren. Bei stark bewölkt würde ich aufpassen. Da kann es auch regnen. Aber im Qualify nicht, da sehen wir noch diese halbe Sonne hin. Hey, mitten dann kriecht ja um die Strecke. Ja, weil der hinter dem Williams fährt. Oh, wenn wir uns mal dem sauber angucken, weißt du, so eine Monsterspiegel da dran. Hier, Felipe Nasa, der hier die 2 Punkte damals geholt hat. Mann, das war ein Rennen, das war ein geiles Rennen. Ja, okay, viele Unterbrechungen, aber unnötig. War eins der besten Rennen. Grosjean hat das Rennen schon vom Start aufgegeben. Genau hier an der Stelle, wo jetzt nachher ist. Wupp! Und rechts in die Wand drin. Ah, die KI ist schlau und fährt auch rein. Ja, weil es nass ist. Ey, das war doch viel zu schwer. Alles klar, wie schafft der sauber 3,34? Felipe Massa, der fährt auch locker rein. Ich fahre nochmal 2-3 Runden auf Inters. Bringt doch jetzt echt nichts. Training plus 10. Regen. Ja, soll schon in 15 Minuten soll schon mal weg sein. Ja, das ist so gut wie durch. Qualifying. Der Regen soll in 15 Minuten aufhören. Fährst du jetzt raus, oder? Ich fahre jetzt nochmal 2-3 Runden auf Inters, falls es im Rennen regnet. Da habe ich mir noch ein bisschen drauf eingeschossen. Also ich wäre mir da nicht so sicher, ob das da trocken bleibt, Tobi. Ja, gut. Müssen ja nicht viele Runden sein. 1, 2, nur damit man ein Gefühl dafür bekommt. Aber was können wir noch sonst drehen? Autopräsentationen sind jetzt über die Woche vom 20. an durchgehend, kommen jetzt da welche. Also, ja, bin mal gespannt, was so die Autos, wo sie sich großartig ändern. Mercedes wird sie nicht großartig ändern. Der Red Bull wird sich nicht großartig ändern, denke ich mal. Toro Rosso wird sich nicht großartig ändern. Da wird sich kein großes Fahrzeug in meinen Augen groß ändern. McLaren hat vielleicht auch Orange. Und ja, vielleicht. Der Sauber, der hat jetzt eigentlich nur nicht mehr den Gelbstich, sondern den Goldstich drin. Und der Goldstich, der ist deutlich besser, finde ich. Also sind einige schon wieder auf der Strecke raus. Auf Inters. Dann fahre ich auch mal raus. Kann ich mich mal ein bisschen quälen. Gleich sehe ich. 15 muss das wirklich aufhören. Gleich sehe ich. Gleich sehe ich. DTM hat der Fernseher die Session aufgegeben. Das geht eigentlich noch. Und der Red Bull lässt sich ja im Regen eigentlich schön fahren. Also ich höre schon mal auf den Magnus, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Letztes Mal, wo wir Koop gefahren sind, hier in Brasilien, na, haben wir die Challenge gemacht im McLaren 2013. Ohne Hut war das, ne? Ohne Hut, Cockpit-Sicht. Ach, kommst du gerade aus der Box? Komm ich, ja. Also die erste Deck ist echt nicht meiner. Ich weiß auch nicht, mag das Sinn, ist es. Wow, oh mein Gott. Armes Heck, ey. 15 Minuten soll ich wieder aufhören. Ja, dieses Jahr in Brasilien haben, oder letztes Jahr in Brasilien haben wir die Verstappen-Show gesehen. Mit geilen Überholmanövern. Das ging Perez zum Beispiel, das ging Rosberg einfach außen überholt. Oh, Philipp, schieß den da bitte ab. Ich hab mit dem Wagen hier zu kämpfen, ey. Gerade hier musst du aufpassen, hier den Berg hier. Was hast du, was hast du denn vor, nach den sauber zu machen in der Karriere? Nochmal den Sauber in der 4. Saison und dann vielleicht den McLaren.
Boah, 1,22, ganz starke Runde. Aber doch, Senna ist ganz abkürzt noch, Tobi. Ja, aber das bringt kaum was. Ja, online ist es ja schon ganz. Es ist ja schon ganz klein, ein bisschen da. Ist ja schon abkürzt, wenn man da schon mit, keine Ahnung, mit einem Fussel rüberfährt oder so. Boah, die Kurve hier, die links da. Geht eigentlich noch. Ah, ein bisschen zu viel Gas gegeben. Seht ihr das Board gut ab? Wäre mal so lustig im Rennen, so trocken, dann so, keine Ahnung, so vier Runden Inters und wieder trocken. Ja, Singapur reloaded, ja genau. Mit 7 Boxenstopp, trocken, Inters, Regen. Inters, trocken, Inters, Regen. Inters, danke, das ist ein schöner Spaß, ey. So, die Runde bin ich jetzt auch gefahren. 1,22 fahre ich. Ich auch, 22, nein. Kaisem Senna ist ja mega langsam. Ich habe nur ein Renault. Ich glaube, was Hülkenberg schafft mit dem Renault. Bin auch mal gespannt. So, ich fahre jetzt wieder rein, mir reicht das. Was Magnussen, ey, kriecht hier rum. Ja, der kann nicht schneller. Ja, aber das war mega lange. Da hat mein Frontflügel ein bisschen angezitscht rechts. Du kommst nicht vorbei hier, weg da. Ja, mal gespannt, ob du dich auf dem Medium dann qualifizieren kannst für die Top 10. Sollte machbar sein, denke ich mal. Ich denke mal, dass wir eine 1.11 tief fahren müssen auf den Soft. Für die Pole. Ey, Box ist einfach nicht so kritisch, weil man nachher mit 300 ungefähr reinfährt. Macht man ja sonst auch nur ein Monster. Jo, mit 3 km/h drüber. So, wir sammeln die nächsten Geldstrafen für Red Bull? Ja. Dietrich Mateschitz wird ein bisschen ärmer. Das juckt dem, glaube ich, nicht, ey. Alter, den juckt das gar nicht, der ist Milliardär, Alter. Der macht hier mit der Hand dann fupp. Ja, doch, dann noch länger hier. Zu Red Bull gesoffen oder was? Jo, was macht er denn hier? Schön aufwärmen. Die Reifen, ne? Bremsen oder wahrscheinlich abkühlen. Seit wann machen die das eigentlich mit, dass die beim, wenn das Auto in die Box reinfährt, mit so einem Ventilatoren da ankommen und mit so einem Gebläsen da die Bremsen zu kühlen? Das ist für die Bremsen, weil ja. Die ja einfach keine Luft mehr bekommen und diese da schweineheiß. Und die glühen ja richtig. Also Rosberg fährt auf Indes eine 22.2, Kimi eine 22.4, also da komme ich hin. Ja, da würde ich auch hinkommen. Gut, dann beenden wir das Ganze hier. Ja. 12 Minuten vorher. Nächstes Mal eine kurze Trainingsfolge, rennt nicht so lang. So. Warte, wie lange halten denn die Trockenreifen hier? Laut Team. Neun Runden die Soft. Sehr super. 14 die Medium und 19 die Alter. Und wie fahren die, wie viele Runden? Soft. 36? 36. Easy. Soft, Medium, Medium muss man fahren. Schön. Gut. Gut zu wissen. Ja, alles ja, klar, Hamilton. Ja, stimmt, wohl nochmal trocken. Ja, aber nicht so trocken, dass du den 13.3 feierst.
Was macht denn der Carlos auf der Guck mal, der Flip, guck mal, der Flippe Nasser, gleichzeitig wie ich. Aber der ist auf Inters gefahren. Ja, auch gescriptet. Ja, der Rosberg und der Raikön. Alles ist alles gescriptet, das kannst du vergessen. Ja, ist alles gescriptet. Der Lewis Hamilton ist immer gescriptet worden, die Zeit. Dann gucken wir auf den Nasser hier mal. Also Vorfälle, Philipp Rasner Boxengasse und Ickel Rasner Boxengasse. Als ob der Nasser. Ja, guck dir das mal an. Geh mal auf den Nasser. Von den Rundenzeiten her. Da steht keiner drin. Doch. 14,4, 15,9. Bei mir steht nix. 26,1. Warte mal, Hamilton? 13,3 auf den Harten. Ist nur einmal rausgefahren, ja. Das, ja und dann bei mir steht das ja nix. Ja, der Hacker. Weißt du, hier steht, dass Jensen Button die Zeit auf Inters gefahren ist, aber hier steht in einem Rundenzeitmonitor denn auf Soft. Alter, die alten Hacker. Ah, da steht dann auch Soft. Ja, Hamilton, die Zeit, die ist ja gar nicht gefahren. Die ist gescriptet worden. Danke, Spiel. Danke, hast du gut gemacht. Wir sehen uns morgen wieder zum Qualifying. Bis dann. Also, mach's gut, haut rein. Ciao. Ciao.